Hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play Universum. Und damit hört meine wunderschöne Begrüßung auch schon auf, denn ich weiß, was mich, uns, dich und mich alle hier weiter erwartet, wenn es heißt: Willkommen in der Irrenanstalt bei Thief. Naja, letztens haben uns hier diese Duschen schön geärgert. Alle sind sie auf einmal angegangen. Einfach so. Und irgendwas kam auch hier raus. Irgendwelche ekligen Tentakeln. Ah, jetzt haben sich die Geister zu Ende geduscht. Was ist das denn hier? Boah, wer hätte nicht gerne so ein stabiles Glas? Und die Musik, sie wird wieder sehr vertrauenserweckend. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Die Tür mache ich jetzt am besten zu. Dann habe ich meine Ruhe vor diesen schönen Duschen. Mein Gott, ich habe Angst vor Duschen. Da muss man mal reinziehen. Ah, oh. Genie aus der Wunderlampe. Wie, das war's? Eine Lampe? Wilden ist nicht wahr jetzt. Ich bin nur für eine Lampe hier hingestiefelt. Und es wird wieder so vertrauenserweckend. Ist die echt? Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt bleib hier! Witzig! Scheiß Puppen. Ihr dreht euch bestimmt gleich alle zu mir um. Alter! Ich hasse euch Puppen! Scheiß Dreckviecher, ey! Oh, und ich sag's auch noch! Man ist sich dessen bewusst, aber wenn es passiert, dann... Pff. Boah, ich glaube, mein Hintern ist gleich so wund. Ein bisschen Nivea-Creme drauf schmieren. Dokumente. So, Vorfall im Speisesaal. Dr. Stedman, Hanfield hat von euren kleinen Auseinandersetzungen im Speisesaal neulich Abend gehört. Er zetert und schimpft und meint, er werde wegen deiner beruflichen Nachlässigkeit schon bald die Verfügungsgewalt über Patientin 18 erhalten. Es würde mich nicht überraschen, wenn er 79 zu der ganzen Sache angestiftet hätte. Behalte ihn im Auge. Er ist viel zu erpicht darauf, ein neues Testsubjekt in die Finger zu bekommen. Mit freundlichen Grüßen. Ha. Ah. Jetzt lass mich hier raus. Scheiß Puppen, ey. Was mit dir? Wolltest du nicht? Was denn jetzt? Was denn jetzt passiert? Wieso wurde auf einmal alles weiß? Oh, Vorfall im Speisesaal hier. Das sieht aber nicht nur nach einem Vorfall aus. Oh, Mohn. Oh, Scherben. Bringen Glück. Oh, auch wieder stabile Teller hier. Mein Gott. So, jetzt erstmal ein bisschen einsacken. Na, hier war doch irgendwas.
blöde Pulle. So. Ich kann das drehen. Warum sollte ich das drehen können? Hier. Oh, Nahrung. Nahrung, sehr gut. Njam, njam. Sonst hier noch irgendwas zum Öffnen? Irgendwas versteckt? Ja, das Ding zum Drehen. Sonst noch irgendwas? Da liegt noch was. Ne. Was? Boah, ich krieg hier zu viel. Wo kommt denn jetzt dieser fucking Ball her, ey? Boah, noch nicht mal wegkloppen kann ich den, so ein Scheiß. Hier ist noch was. Unterhaltung. Unterhaltung. Liegt ein Zettel? Nee. Liegt nix. Wieso wurde ich denn jetzt gerade hier angeknurrt? So, erstmal lesen. So. Oh Gott. So. Latatatat. Toll. 6.5. Revue mit 3 Parodien. 18.5. Damenwahl. Operette in 5 Akten. 3.6. Felicias Cembalo. Tingeltangelbob. Nein, Tingeltangel. 21.6. Mitsommertagsfeier und 2.7. Abendessen mit Dr. Statman. Würde mich nicht wundern, wenn Dr. Statman hier noch rumeiert. Was ist hier los? Boah, ey. Sind das alles nur irgendwie Geister von verstorbenen Patienten, die hier rumgeistern? Kann natürlich auch sein. Aber ich frage mich immer noch diesen komischen Gollum-Verschnitt, den wir ja unten in diesen Katakomben gesehen haben. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Finde Informationen über Aaron. Suche nach Unterlagen der Heilanstalt. Hör mal, ich habe doch schon so viel gefunden. Jetzt willst du mich verarschen. Da ist schon wieder... Ist da Licht an? Ja, nee, ist klar, ey. So, der sagt jetzt hier Akten finden. Gut, also ich bin direkt vorne und muss dann links irgendwo, aber... Es gibt hier noch... weitaus mehr Sachen, die ich entdecken kann. Mond zum Beispiel. Das sieht mir doch nach Aarons Zimmer aus. Warum auch immer. Beziehungsweise Aarons Zimmer, sag mal schnell. Ich hatte ja immer Visionen, oder wir hatten immer Visionen von Aaron. Und da ist ja immer sowas gewesen. Was? Behandlung mit Hitze und Kälte? Boah, hier gibt es noch als... Boah. Behandlung mit Hitze und Kälte. Das Symptom Melancholie wird uns von den Pflegern am häufigsten gemeldet. Doch dafür gibt es eine ebenso simple wie effektive Behandlungsmethode. Körperregionen, die bei Berührung Abwehrreaktionen zeigen oder feucht werden,
müssen extremer Hitze ausgesetzt werden. Trockenere Abschnitte der Haut hingegen, die sich als lebhafter erweisen, als dies sterblichem Fleische zukommt, werden durch wiederholtes Eintauchen des Patienten in ein Gefäß behandelt, das mit Wasser knapp über dem Gefrierpunkt gefüllt ist. Denn die Kälte entzieht dem fraglichen Körperteil jenen Starrsinn, der die Stimmung des Patienten trübt. Warum habe ich das jetzt gefunden? Will ich wissen, wie die hier behandelt worden sind? Eigentlich nicht. Dann noch ein Gäbelchen. Und eine Spritze. Schon zu? Oder bin ich einfach weitergelaufen? Weiß ich gerade nicht. Ah. Okay. Scheint wohl sehr verboten zu sein, diese Tür. Umso besser. Also hier muss ja mal irgendwas passiert sein. So. Jetzt konnte ich hier rein. Wurde auch voll erschreckt von dieser alten Schabracke. Und hier ist nichts. Na toll. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht mehr raus? Hä? Hey! Gut, Spiel vorbei, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, guck mal an. Sehr vertrauenserweckendes Bild. Aber ich frage mich, warum ist hier Licht an? Wieso brennt hier ein Feuer? Willst du mich verarschen? Erneut aggressives Verhalten. Entschuldigung, hier brennt ein Feuer. In der Heilanstalt. Da werde ich aggressiv. Mann. Alle Patienten zeigen in letzter Zeit zunehmend aggressives Verhalten. Wir hatten ähnliche Vorfälle schon letztes Jahr, als Patientin 18 in der Isolation war, aber sie endeten nach ihrer Verlegung in die Reformierung. Die jetzigen Auffälligkeiten weisen jedoch beunruhigendere Ähnlichkeiten auf. Patientin 82 hat mich heute Morgen sogar angeknurrt, als ich ihr das Frühstück brachte. Ein Kind sollte derartige Geräusche gar nicht machen können. Aber uns bleibt nur, uns weiterhin so gut wie möglich um sie alle zu kümmern. Ich jedenfalls werde nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass Patienten in Hansfields Schlachthaus kommen. Was? Schwester Orbermill, die haben die geschlachtet?
Ach, die sind schwierig. Komm, die verarbeiten wir zu Wurst. Ey, Alter, was sind das für Zustände? Und wer hat hier ein Lagerfeuer hingestellt? So, Patientennotizen. 8.3.842. Patientin 79 halluziniert zunehmend von Dämonen in den Ecken. Empfehle kognitive Therapie mit Dr. Stedman zur Beruhigung. 12.3.1842. Patientin 14 hat erneut Löcher in seine Wände gebohrt. Verlegung nach M7 und Aufsicht. Empfehle Entfernung von Gabeln und Messern bei den Mahlzeiten, um Wiederholungen zu verhindern. 18.3.1842. Patient 49 von M3 nach M4 verlegt. Lärmschutz, Wankungen verstörten Patient 16 und brachten ihn dazu, in unregelmäßigen Abständen zu schreien. 22.3.842. Patientin 78 besteht weiterhin darauf, dass sie gesund und ihre Einlieferung ein Irrtum ist. Empfehle Lobotomie, falls sie diese Ansicht beibehält. Patient 45 ist der beste Beweis dafür, dass die Prozedur ein durchschlagender Erfolg ist. 24.3.842. Dr. Huntfield unterliegt weiterhin dem Irrglauben, ihm solle die Leitung der gesamten Heilanstalt unterstehen. Empfehle dringend, dass er seinen Kopf aus dem Arsch zieht und aufhört, Vorschläge zur Lobotomie in die Unterlagen zu kritzeln. Wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Arschloch. Lobotomie. Puh. Also, raus mit der Sprache. Wenn einer von euch weiß, was Lobotomie ist, dann schreibt's bitte unten in die Kommentare, weil ich habe absolut keine Ahnung. Und ich bin jetzt hier auch gerade mehr oder weniger natürlich mit Thief beschäftigt. Wobei mir das dann natürlich die Hände ein wenig bindet. Ich wusste gleich, du machst Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Patientenverlegung. Huxley, ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend... Ach, schon wieder dat. Da ist doch nicht dat gewesen. Da. Es schmerzt mich, deine Anfrage bestätigen zu müssen, dass Patientin 18 wie befürchtet in Zimmer 3F Behandlungen ertragen muss. Ich dachte, wir hätten die Tür zu dieser Kammer des Schreckens schon vor Jahren verriegelt. Das Subjekt ist auf Anweisung von Baron Northquest persönlich für selektive Experimente klassifiziert worden. Das ist das letzte Mal, dass ich Patienten dorthin verlege. Sie brauchen Ärzte, keine Metzger. Huntfield wird das Subjekt übernehmen. Ich habe Mitleid mit dem Mädchen, Thurlow. Hoffentlich findet sie irgendwo in ihrem Wahnsinn Frieden. Schwester Aubermill. Ist hier sonst noch was? Nein. Also dahin muss ich ja jetzt nicht mehr. Wo will der denn jetzt hin? Geradeaus und dann links. So. Aber natürlich hier und da noch ein paar Türen öffnen. Sofern das überhaupt geht. Aber all diese Symptome, die hier jetzt ja preisgegeben haben, die haben wir ja auch. Sind wir jetzt auch total bekloppt? Das sieht sehr einladend aus. Hallo? Na? Mein kleiner Rolli? Rolli-Trolli? Bist mein kleiner Rolli-Trolli, ne? Ja, brav bist du. Mach Sitz. So. Das habe ich gesehen. Dich habe ich auch gesehen, du Sack.
bist direkt bist direkt entschwunden. Nee, hier war ich noch nicht. Ein Spiegel. Ich hab den Ball gesehen, ich hab den Typen gesehen gerade. Ihr wollt mich doch alle nur verarschen. Ja, stimmt, hier war ich auch noch nicht. Ist auch wieder ein Lagerfeuer drin. Oh, was haben wir hier? Bericht Patientin 18. Wer ist diese Patientin 18? Ist das etwa, Erin? Patientin 18 ist ein außergewöhnliches Geschöpf. Wenn sie nicht ruhig gestellt ist, schreit sie etwas von tausenden Stimmen und tobt so stark, dass wir ihre Fixierung verdreifachen mussten. Der häufigste Satz, den sie brüllt, ist die Aufforderung an jemanden, aufzuwachen. Aber es bleibt unklar, wen sie damit anspricht. Ich habe Patient 22 mehrmals in den Behandlungsraum bringen lassen, um die beiden zu beobachten. Er hat sie nicht berührt, wurde aber gewalttätig, als wir ihn wieder entfernten. Ich hoffe wirklich, dass Northquest mir in Kürze genehmigt, meine neue Entnahmetechnik auszuprobieren. Das Gerät wurde genau für diese Aufgabe entwickelt. Und es wäre eine Schande, es verrosten zu lassen. Nur weil Elias kein Blut sehen kann. Tschüss. Ich kann kein Blut sehen. So, noch irgendein schickes Buch hier drin. Lagerfeuer weiß ich. Ist oben noch irgendwas? Nee. So, und jetzt müssen wir... Bringt denn niemand Edwina ihren Wein? Sie wartet schon so lange. Ich lass das jetzt alles einfach mal so stehen. Wer kann denn hier nicht mal ihren Wein bringen, Mensch? Die alte Sau, die verdurstet doch. Was soll der Kack? Oh, was haben wir da? Hanfields Krankheit. Hanfields Krankheit? Thurlow. Dr. Hanfield wurde anscheinend mit einem entstellenden Rückenleiden geschlagen. Er kann kaum noch aufrecht stehen und seine Operationen durchführen. Ich sollte ihn untersuchen, habe aber nichts gefunden. Natürlich nannte er mich dann eine Versagerin und humpelte davon. Darum habe ich auch gar nicht mehr erwähnt, dass sein Hinterkopf mittlerweile völlig kahl ist und sein linkes Bein sich bei jedem Schritt verdreht. Er sollte es vielleicht einmal mit seiner eigenen Elektrotherapie versuchen. Seine Patienten würden ihn sicher mit großem Gusto nämlicher Behandlung unterziehen. Tja. Humpelndes Bein. Humpelt nicht der Dingens hier? Der Baron Northquest? Der humpelt doch auch, oder nicht? Von Northquest, nur Northquest. Ach, keine Ahnung. Oh. Taschenporträt. Sonst noch was? Nein. Ist hier noch... Was ist das denn? Alter, was war das denn? Leck mich am Arsch. Boah. Luft. Oh, was war das denn für ein Scheiß? Was ist hier los, Mann? Ja, das war der Raum, wo ich eben drin war. Mit schönem Lagerfeuer drin. Dann kam hier noch dieser... Der Rolli-Trolli kam mir entgegen. Hier ist auch wieder... Was war das? Don't want to... die. Ja, ich möchte auch nicht sterben. Vor allen Dingen nicht hier. Ah. Inventar voll. Dann, wie ging das denn? Ach ja, natürlich. Lass uns mal ein bisschen Mohn nehmen. Auch ein bisschen Nahrung. Mal gucken, was uns hier alles noch so erwartet. Standen die eben auch schon so bescheuert? Was haben wir denn hier? Geschichte 3.
Und dennoch hat die Heilanstalt von Moira durchaus mit Problemen zu kämpfen. Die immerwährenden Küstenwinde sorgen für eine Atmosphäre der Melancholie und Bedrängung, die die erdverbundenen Gebäude der Stadt nicht haben und wegen des Durchzugs und anderer Unannehmlichkeiten auch gar nicht wollen. Das Personal ist dennoch stets höflich und guter Dinge, was ihm hoch anzurechnen ist. Das Erstaunlichste jedoch ist die furchtbare Erde der Insel, auf der die Heilanstalt steht. Sie hat zahlreiche Wildblumen zum Erblühen gebracht, die es in den sogenannten zivilisierten Gefilden, an die wir uns gewöhnt haben, nicht mehr gibt. Krass. Ja, dann ist das doch richtig gute Erde hier. Blöde Papiere. So. Halte X. Mach ich doch. Schön vorsichtig, Gareth. So. Ja. Langsam. So. Begib dich hinunter zum Behandlungsstockwerk. Hinunter? Doch nicht etwa da, wo dieses Viech ist. Ach du grüne Neune, das kann ja lustig werden. Vertraulichkeit. Mit dem Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wer diese Techniken kopiert, macht sich gemäß des Medizingesetzes von 1839 des Verrats schuldig. Ja. Ich sag ja, manche Sachen, die ich hier lese, die sind sowas von unwichtig. So, nee, ich gehe noch nicht runter. Denn hier gibt's noch ein paar Türen, oder? Beziehungsweise irgendwas, was hier rumliegt. Was ist eine Spritze? Hey, Spritze! Haben wir hier sonst noch was? Nee. So. Ich habe ja mit irgendwas gerechnet. Allerdings nicht mit Vögeln, die sind ja harmlos. Das war schön. Noch mehr Vögel. Ich glaube, wir müssen einfach springen. Was war das? Hier ist auch jemand gerade rumgefluttert. Flittert. War doch immer. Ist das die Nahrung von vorhin? Ich habe keine Ahnung. Eine Lupe. Und dieses Vieh kam eben. Von dieser Stelle hier. Oh. Ah, jetzt die Tür auf hier. Sehr schön. Also, wenn wir keinen Bock mehr haben, gehen wir einfach raus. Fährt das alles so schön und einfach. So, was haben wir hier? Oh. Leider. Leider über. Ja, Vision, wie auch immer. Wenn ich da unten bin, da komme ich doch nicht mal hoch. Jetzt rauf? Nee. Was macht dieses Ding überhaupt? Puh, keine Ahnung. Third Floor. So, finde den Raum 3F. Das wird bestimmt wieder der allerletzte sein da hinten. So klischee-mäßig. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen über meine Zeit drüber, aber ich möchte. Alle tot. Alle bis auf die Schatten. Die Schatten haben sie geholt. Die Schatten waren hungrig, seit sie uns verließen.
Sie veränderten sich in der Dunkelheit. Die Schatten dürfen sich nicht ausbreiten. Ja. Da hat doch jemand Angst vor Schatten. Die dürfen sich nicht ausbreiten. Nein, nein. Böse, böse Schatten. Hier gibt es überall Knöpfe, die überhaupt nichts bewirken. Was haben wir hier? Was? Das haben wir nicht erlebt noch. Ist das dieser Statman? Hat er sich einfrieren lassen oder sowas in der Art? Auf jeden Fall ist da jemand drin. Das war klar. Sie tun mir weh. Viel zu viel Schmerz. So, Attention. Excitable Patients. Ich drück mal immer jeden Knopf. Bringt zwar nix, aber ist sowas von wurscht. Oh, was haben wir hier drin? Eine Tüfte? Das sind doch bestimmt auch wieder irgendwelche Visionen. Ich würde ja gerne mal anklopfen und sagen, hallo. Lass mich rein. Aber da passiert einfach nichts. So. Was ist das hier für eine Flüssigkeit? Kann ich einfach drüber gehen? Ist das jetzt einfach nur Wasser oder ist das Blut? Wenn ich das wüsste. Würde es mir auch nicht gerade viel weiterbringen, glaube ich. So, was haben wir hier? Was ist das ätzend, immer nur reingucken zu können und nichts machen zu können danach. Ja, da ist auch wieder irgendwas drin. Was uns nicht viel weiterbringt. So, und jetzt natürlich. Wer hätte es gedacht? Ich hab doch nur gedrückt. Hallo? Ja. Und nu? Wolltest du mir ein bisschen am Auge lecken, oder was? Sind hier jetzt echt noch Patienten drin? So, Medical Experience in Progress. 3F. Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Erlange Zutritt zu Raum 3F. Also, wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, wurde an Erin ein Experiment durchgeführt. Da ist mal wieder ein bisschen Nahrung im Säckchen. Drin. Na toll, Inventar voll, eine Leuchtbombe. Ja, ist ja wieder typisch, das lesen wir gleich. Was haben wir hier? Aufzug. Was? Aufzugsperrung. Pete, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und dem Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten, hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eines von Hanfields Subjekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denke mal darüber nach. Wenn du Genehmigungen brauchst, besorge ich sie dir. Eliza. Nette Frau. Was haben wir hier? Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos. Ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann stecke den Mistkerl in Brand und lauf! Ich warte auf dich.
Mr. T. Was? Ach so, ja, Leuchtbombe. Haben wir ja kein Dings mehr. Macht das jetzt irgendwas? Oh. Klickidi-klack. So, dann haben wir das doch. Ach, jetzt müssen wir den noch aufbrechen hier. Na? So, was haben wir denn da? Oh, das sieht aber schön aus. Ein Mikroskop und ein Büchlein. Entnahme der Urkraft. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten. Aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. Öl und Scherben. So. Gucken wir nochmal hier. Mama Luki Luki. Hello. Hier ist auch wiederum nix. Niemand. So. Und natürlich einen Reizentzug. Mein Gott. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist Balsam für die Seele. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass das hinter mir gleich irgendwie was kommt. So, haben wir hier irgendwas Wichtiges? Ah, guck mal da. Ein Säckchen mit Leckerhamham. Generator. Höchstwahrscheinlich. Ah, es funzt. Gut, speichern wir. Und liebes Let's Play-Universum, ich bedanke mich wieder bei euch, dass ihr mir bei dieser Folge zugeschaut habt, mit mir gelitten habt. Boah, ey. Und ich hoffe, euch natürlich wieder bei der nächsten Episode von Thief begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, wir in der Heilanstalt gehen in den Raum F3. Was auch immer da gewesen ist, wir werden es dann herausfinden. Wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar, habt noch einen schönen Tag und nicht vergessen, I came to play.